nicht. Ich glaube, die kennen mich hier. Ich kenne sie. Ja. Echt? Sie hat schon mal was vom Knetbeton gehört. Über meinen Sohn. Ehrlich? Felix Hempel. Kann passieren. Das finde ich gut. Schöne Grüße, ne? Ja, der ist gerade am Telefon. Ehrlich, ja. Ganz liebe Gruß. So Freunde, herzlich willkommen erstmal hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Milet Bendiev und ich mache ja nichts anderes, außer meiner Leidenschaft nachzugehen. Und herzlich willkommen auch für dich, wenn du natürlich hier Tipps und Tricks suchst und das Ganze unter dem Motto Modellieren wie die Profis. So, wie versprochen und wenn ihr es schon mitgekriegt habt, auf Facebook habe ich schon mit angekündigt, dass der Stefan vom Boost Bodies, wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall mal besuchen. Ich schreibe mal unten den Link. Stefan ist nämlich ein Magic Finger Man, so nenne ich ihn mal, Magic Finger. Der hat nämlich uns absolut mega bereichert in Sachen Figuren. Ihr kennt seine Figuren, ihr wisst bloß nicht wo. Wo sind die? Also, unter anderem sehr viele Überraschungseier, ja, Ü-Eier, Figuren, die kennt ihr, hat er als Rohlinge erstellt und natürlich die weltbekannten Schleichfiguren, die so authentisch edel sind und dann kennt man das Schäfchen mit den Härchen. Die hat er erstellt und da hat er auch noch natürlich ein ganz tolles Produkt, das nennt sich Boost Putties und das ist so wie eine Knetmasse, ist aber nicht eine normale Knete, sondern ein Profi-Knetmaterial. Also in Sachen Figuren kennt er sich bestens aus und ich konnte mir von ihm natürlich auch ein paar Tipps und Tricks abgucken, die ich natürlich hier auf diesem Kanal mit dir teile. Ja, worum geht's heute? Wir wollen natürlich einen Grundkörper erstellen, damit wir demnächst auch schöne große Gartenfiguren haben, die eventuell auch mit Beinen stehen hin und her. Und die Idee fand ich ganz gut. Ehrlich gesagt, habe ich das ja auch noch nie gemacht und ich wollte das auch nicht vorher tausendmal üben. Ich mache das jetzt mal hier freie Hand und zwar aus der Hüfte, wie sie es gehört. Einfach mal so, als würdest du es jetzt auch mal machen, damit du siehst, okay, wenn wir das machen, da, wie sieht das aus? Ja, wie du gesehen hast, war ich im Baumarkt. Da habe ich natürlich so eine Gewindestange. Die brauchen wir dazu gekauft. Ich habe hier Unterlegscheiben gekauft, ja, und dazu passende Muttern. Ja, also das Ganze hat mich noch nicht mal 8 Euro gekostet. Mit den Brettern dazu, muss ich auch noch sagen. Brettern mit Loch, ja, also so sieht das Ganze aus. Ja, einfach in der Mitte. Da ist ein Loch. Und ja, dann habe ich das mir selber so mal abgeguckt. Ich mache das wirklich ohne jetzt Schritt für Schritt das Ganze mir zu zerdenken. Ja, wir müssen diese Gewindestange jetzt, ich hoffe das passt so, so hier reinbringen in das Loch und ja, dann säge ich erstmal, mach das einfach jetzt einfach frei Haus, ja. Zack. Also, ja, ich säge dir jetzt einfach mal einen Schluck Kaffee. So, ich säge dir jetzt erstmal ein Stück hier ab, weil so hoch könnte eine Figur aussehen. So, erste Teil getan. Das lege ich mir zur Seite. Perfekt. Okay. Also, und wir haben jetzt so eine Stange. Sieht doch ganz gut aus. So, die kommt jetzt hier in das Loch und damit das auch ganz fest steht, haben wir jetzt also vor. Ich nehme mal so eine Mutter. Also, einfach die Mutter draufschrauben. Da gibt es keine Kunst für. Zack. Dann brauchen wir natürlich eine Unterlegscheibe. So. Und das führen wir jetzt hier in dieses Loch rein. Erstmal ein bisschen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber ist eigentlich ganz schnell getan. So. Wie weiß immer, fast durch. So, hier unten kommt natürlich auch eine Unterlegscheibe zum Stabilisieren. Und natürlich ein Motor. So, das sieht super aus. Ne? Guck mal. Also, da.
Da ist die eine Seite, da ist die andere Seite. So. Ich hoffe, Stefan, du bist stolz auf mich. Das ist mein erstes Brett hier. Darauf kann man natürlich sehr gut arbeiten. Ja, das Ganze wollen wir natürlich auf so einen Drehteller machen. Schon mal ein. Also bei mir wird das jetzt so aussehen. Ich würde jetzt hier die Unterlegscheibe machen. Die dreht sich ab. Hier drauf würde ich jetzt den Vorring machen. Und in der Mitte hat er jetzt ja Platz für die Mutter. So, hier draufsetzen. Okay. Das ist schon ganz gut. Und schon dreht sich das Ganze. Und so kann man drauf arbeiten. Also, ne? Wie geht's? Ist gar nicht mal so schwer. Und ich denke mal, ja, so hält uns der Stefan mit seiner Idee echt an der Stange. Und da freue ich mich. Ja, vielen auf jeden Fall mal nachbasteln. Werden wir demnächst auf jeden Fall gebrauchen. Da wir natürlich so schöne Figuren basteln wollen, die auch stehen. Das heißt, auf diesem Ganzen. Ja. Bang! So. Freunde, das war doch gar nicht so schwierig, ihr habt es gesehen. Wir brauchen jetzt alle Mann so ein Ding hier, so ein Brett und mit allem, was dazu gehört. Ja, ganz easy peasy. Und im nächsten Schritt zeigen wir euch, wie man Skulpturen hinstellt und wie man die natürlich nur, sag ich mal, Grundkörper herstellt und wie die Beine und so gemacht werden. Ja, in diesem Sinne zeige ich euch nochmal gerade, was ich gemacht habe. Der ist aber noch nicht fertig. Ja, morgen geht's weiter. Vielen Dank für das Einschalten. Ganz wichtig, ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich das Ganze signalisiert unten mit einem Daumen hoch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und wenn ihr Fragen habt, einfach bei Facebook schreibt ihr eure Fragen. Und die beantworte ich euch absolut gerne. Also bis dahin, bleibt kreativ wie immer. Ich liebe euch, euer Milet. Bis bald. Tschüss.